100 years have passed since the rise of the Eterin Empire and its untimely demise following the Great Plague. In these troubled times of quarreling factions and outlaws roaming the land, work is not scarce for a band of mercenaries. The stories of this age have been recorded. They are known as the War Tales. Moin zusammen, weiter geht's mit War Tales und wir sind im Gebirge auf die Phantomhäute getroffen. Nehmen wir uns gerne mit, das gibt wieder eine Portion Fleisch extra. Kann man immer sehr gut gebrauchen. So, Bärchis gehen nach vorne, fährt mal ein bisschen mehr mittig. Bogenschützen auf die Ecke, du nach hinten. So, da haben wir da unten schon mal keine mehr. Jetzt müssen wir uns um die drei da oben kümmern. So, Tritt. Ach, guck mal hier, wie passend. Zack. Benzia, Tritos. Oder den Bären hier nach vorne. Den nach hinten, den wiederum nach vorne und dann einmal tauschen. Tauschen. So, Wolfi da oben ist auch schon dran jetzt, ne? 15. Oh shit. Eva habe ich vergessen. Na egal, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Der kommt irgendwo durch, ne? Okay, alles klar. Dann direkt wieder. Stärke 42, Stärke 40. Aber du kannst einmal hierhin laufen. Klopfst hier in den Phantom-Eber. 26, guck mal da. Da wäre es deutlich besser. Und dann nach unten. Und noch einen halben Meter. Safe. So, und der Bär wird hier den aufhalten. Und Phantom-Eber wird wahrscheinlich durchlaufen. Die werden hier hochflitzen. Den Bären lassen wir also auch stehen. Das hier gut. Da komm. So, Geisterwolf hier unten. Der wird nämlich in den Speer flitzen, sehr wahrscheinlich. Garantiert. Okay, Herr Holzfäller. Wäre hier natürlich besser gewesen jetzt. Der vorhandenen Blutung. Ach was. Ist schlecht. So, Phantom-Eber. Ich muss jetzt eigentlich mal mit dem Bärchen in die Offensive. Oh.
gut. So, wenn ich den jetzt hier platziere. Naja, den Ding machen wir zum Schluss. Und hier mit Bärchen angreifen. Ja gut, wenn er sich da vorstellt, gerne. Aber mit dem müssen wir mal abwarten, wo der hin möchte. Acht Meter, ne? So, diesmal hier auf die Rückseite. Dann entweder muss er direkt an oder wenn er durchpreschen will, wird er gestoppt. Muss man mal gucken, was er macht. Oder so. So, Wolfsragut. Okay, ich dachte, der prescht durch irgendwie. Nächste Runde dran oder auch nicht. Das letzte ist der Eber. Gut, da passt der Eber nicht zwischen. Sollen wir mal gucken, wo der hinrennt. Der macht gar nichts da unten. Das ist auch richtig blöd für ihn. Beide zum Rückzug? Nee, na, schade auch. Aber so wird das was. Tot? Weil. Tot. Sehr cool. Okay, schade. Rennt nicht ran. Gut. Jetzt nächste Runde schon dran. Gott, Phantom ist irgendwo aufgekreuzt. Juckt mich recht wenig mit dem Albtraum. Da unten links. Er ist weg. Geisterwolf, kommt nirgendwo durch, ne? Tritt. Alles hier ranlaufen oder aber. Mach erstmal bis da. Bis hier, ne? Ein Meter vorwärts. Spielen. Ja doch, geh ruhig auf den Großen.
Phantomeber, er ist am Zug. Okay, der rennt da unten rum. Aufstehen. Da ist der Wolf, der ist jetzt dran. Der ist das Ziel. Und war davor. Auch auf den großen. Sehr schick. So, da hinter. Sehr cool. Opportunistisch. Gut, Phantomeber sehen wir gerade nicht. Ach, come on. Echt jetzt? Wegen einem Lebenspunkt? Oh, pass auf, Fieber. Sehr schick. Schick, schick, schick. Oh. 32 Meter, gut. Erstmal die Sau abstechen. Und nach vorne. Machst uns hier den Stoppi rein. Kommt er ran? Tatsächlich, aber nicht weit genug. Demenz hier 28 Meter. Polinon kommt da auch nicht durch, ne? Horus. Parkas liegen weg. Und immer weiter nach vorne. Wo willst du denn lang? Ach Mensch. Muss ich hier gerade oben durch irgendwie.
Okay, pass auf. Alles plündern und wir sind knapp über dem Gewicht, ne? Ja, ein bisschen laufen können wir tatsächlich noch, wenn wir uns jetzt hier was einfallen lassen. Batteltaschenschutz. Ah, warte mal, hatte ich hier nicht schon? Warhorse, naja, guck mal, wir können noch mal eine vierte Satteltasche machen. Wie viele Fackeln haben wir? 14, das reicht auch dicker. So. Okay, und dann können wir noch ein bisschen weiterlaufen. Da ist nämlich die Rattenplage. Und noch mal kurz, die holen wir uns jetzt auch noch in dieser Runde. Und danach können wir rasten. Raffa. Spürnase, enthülle ein Geheimnis. Und besiege die Geistermeute und töte den Albtraum. Sehr gut. Warte mal, ich hatte irgendwas. Hirscher Instinkt, Wilderer. Meuchelmord. Kritische Treffer werden des Angriffs von hinten 5% erhöht. Schläger. Oh, die Wahrscheinlichkeit, einen Gegner gefangen zu nehmen, ist erhöht. Cool. Gefährtengezahlter sollte 10% verringert. Und die Anzahl der Aufträge. Ja, das wäre auch nochmal was. Hier die Tapfersten. Der Trupp ist hervorragend ausgebildet und bereit, alles für den Sieg zu geben. Warte mal. Meisterleister aus dem Kompendium muss ich dafür haben. Wir schauen einmal kurz, was es hier gibt. Die verdorbene Essenz ist dann im Prinzip die Grundlage für die ganzen Öle, soweit ich weiß. Essen. Ah, brauche ich auch nicht wirklich. Tragbare verbessern, Bestände verbessern. Ja, auch nicht verkehrt, ne? Aber da brauche ich nicht mehr Rahmen für. Okay, wir nehmen erstmal Meisterleister. Zack. Und Attacke an die Rattenplage. Okay. Rattenplage. Ich sehe nichts. Ihr habt den Titel Lokalmatadoren freigeschaltet. Ihr habt die Region Artis abgeschlossen. Deswegen möchte ich trotzdem gegen die Ratten kämpfen. Rattenplage. Kann ich hier. Ist sie verbuggt oder was? Okay, dann ran ins Wasser. Mit Sardinen gefangen. Hier rasten wir. So. Crit auf 30 erhöht. Tapferkeitspunkte plus 2. Stärke erhöht. 2 Ratten weg. 3 Kadaver weg. 10 Pilze weg. Die Zufriedenheit des Trupps. Okay.
Keine Gefahr. Rasten. Gut, Boros kriegt als erstes die Hufeisen wieder. Der Trupp mag mich, oder? Dann nehme ich doch bitte diese Ketten ab. Untersuchen. Wilderer, gesetzlos. Könnte ich tatsächlich machen. Und die dann Handelsposten stationieren in Ultren, ne? Dazu muss ich allerdings nach Ultren ganz hin. Wir machen das mal. Yes. Willkommen. Ja, Geschicklichkeit ist super, Willenskraft auch. Mehr Geschicklichkeit. Gut, sehr gut. Dann hast du auch einen vernünftigen Bogen. Jetzt brauchst du noch eine leichte Rüstung. Ne? Aber die kann ich dir sonst in der Stadt schmieden, wenn wir da zurück sind. Nachdem sie in einer einzelnen Runde zwei Angriffe durch dieselbe Einheit erlitten hat, erhält diese Einheit Wut. Ja, schade. Die verbackte Rattenplage. Ah, kommen wir sonst. Ach, warte mal. Kommen wir sonst ein anderes Mal wieder. Wo ist man da? So, und so kann man auch den Grenzübergang hier übergehen, indem man sich einmal hier runterschleicht, außenrum, oder halt komplett ja, hier wie durchs Gebirge durchschummelt. Oh ne, ging ja gar nicht auf der Seite, ne? Ja, den kann man auf jeden Fall da gut übergehen und dann hier auf der Rückseite, da auf jeden Fall auch. Den Trupp ist noch keine Aufgabe. Okay. Den erstmal hier oben noch ein bisschen erkunden. Bevor wir die gleich angreifen. Und Attacke. So, Teut, der Fluch. Hinterhalt. Okay, Überraschung. Läufer, schlechter. Warhorse, kommt da mal bitte weg. Gut, einbären lassen wir hier. Ja, Viva kann da gerne hinterbleiben. Ein Bär kommt dahin. Ein Bär kommt hier oben hoch. In Continentia und Nigen bleiben zusammen. Hier habe ich meine drei Bogenschützen. Schießen wir da oben alles zusammen. Harkat kommt da noch mit hin. Gott, Tritos brauche ich hier vorne. Rolinon geht da mit bei. Torus kann hier bleiben. Nee, so. Gut. Wolf, ne? Irema. Ein Kriegspferd. Und Continentia. Gut. Läufer da oben, ganz hinten. Ups. Wolf, Wolf. Thank you.
So, zwei Wölfe weniger. So, Tritt. Kräftiger Tritt. Autsch. Oh, der ist gut zum Wegschubsen gleich. Dann runter. Frage, ne? Wo greifen wir an? Hier will ich eigentlich auch noch nicht. Da laufe ich durch die Falle, das möchte ich natürlich auch nicht. Den möchte ich hier eigentlich in die Falle laufen lassen. Ah, noch einen nach hinten. Wow! Da legt sich nieder. Sehr geil. So, 9,5, 11 Meter lang. Dementia, Harkat, Cecil. Sehr gut. Yes. Auch nicht vorbei, ne? Oh. Heute der Fluch. Direkt Rage kassiert, ne? Viva. Ja. Durch da. 36, 39, guck mal. Niedergestreckt. Aber der Bär wird jetzt nach links weglaufen. Nach rechts meine ich, nicht nach links. Gut, ja, du läufst hier runter. Gibst dem da einen Schubs und dann kriegst du noch einen Pfeil. Sehr gut. Dann rennst du weiter nach unten und nächste Runde schießt du den Bären hier in den Bereich rein.
schlecht. Ah, verklickt. Ach. Da wollte ich eigentlich nicht hin. Alle drei ziehen sich raus hier. Ausschießen. Der hier will gleich wieder loslegen, ne? Sehr schön niedergestreckt. Gut, Läufer da oben ist gleich dran. Wird nach links weg. Wann ist der Bär? Der Bär hat noch. Müsste ich eigentlich ran? Warte mal, 8 Meter. Der ist als nächstes, ne? Ja, jetzt alle auf den Bären. Rein da. Der Bär ist auch gleich dran. Verdammt, ist noch ein Schwein im Weg. So, der Eber ist gleich dran. Torus. Ziel. Abbruch. Leute, gib mir Gas. Mhm.
Kommt nicht durch. Der kommt durch. Oh Mist. Pass mit dem Pferd auf. Schade. Blätter davor. Gut, alles plündern, alles plündern. Zack. Wie ist hier mit Rasten? Keine Gefahr, tatsächlich. Gehen aber, wenn wir hier unten gleich waren, trotzdem weiter wieder nach oben ins Gebirge. Hier ist die nächste Rast. So. The Brotherhood operates throughout the land, but be warned. Envious of our warping? Sorry to become part. Ja, bei den Kriegsbemalungen gibt es ungefähr hier, glaube ich. Es war noch ein ganzes Stück nordöstlich. Da kommen wir nicht auf die Schnelle hin. Fisch, Fisch, Pilz. Don't even bother trying to sell me your filth. I am in need of fangs to accomplish our ancient rituals. Hohlbarsch, guck mal hier. Leder, Sandstein, Bauplan, scharfe Reißzähne. 10% Crit gegen blutende Ziele. Rüstungsverstärkung des Weisen. Und das klaue ich mir morgen. Wenn ich es nicht wieder vergesse. Okay, zurück in den Wald. Wenn hier die Wache kommt, das könnte ein Wachtrupp sein da oben, dann ist hier nämlich Schluss mit lustig. Gucken, passt. Keine Gefahr, okay. Ja, hier können wir. Compendium ist noch was. Achso, stimmt, das war das hier. Bewegung plus 1. Barsch, Kohl und Salz. So, Koch. Ein Rezept erlernt. Zahlt fristgerecht, die Sold. Kühnheit. Gibt 30 nicht temporäre Punkte aus. Das Ding muss weg. Kommt neuer dran. Der Rest wird gegessen. So, 72. Zweimal Kohle, Zufriedenheit und Rast. Gut. Immer noch eine Falle. Guck mal, hier haben wir eine leichte Rüstung gefunden, tatsächlich. Wo ist denn jetzt hier, da ist sie. Zack. Ah ne, Quatsch, guck mal. Kannst mal hier Geisterleder machen. So, noch eine Falle hatte ich, glaube ich, gerade nicht. Ah, wir nähern uns den nächsten Punkten. Okay, was sagt die Uhr? Ja, wir sind eigentlich durch. Ich würde sagen, wir geben jetzt noch mal ein bisschen Hackengas zurück nach Stromkap. Vorher. Don't even bother trying to sell your filth. Yes. I am in need of fangs to accomplish our ink. Wo nehmen wir uns das noch mit?
Might I interest you in my humble Decke wares, 15. my good sir? Nee, lohnt sich nicht. Verdammt. Ausdauer sparen. Verdammt, verdammt. Oh shit. You are wanted for a number of crimes. Ja, Zahlen. We will not let you go until you have paid the fines you owe. 104, ne? Don't take it personally. I'm just doing my job. Ja, okay, pass auf, dann zahlen wir das. Thank you for your contribution. But don't let this happen. Okay, für einen 100er freigekauft. Ja, kann man mal machen. Might I interest you in my humble way? Nein. Salz, ja. Salz würde ich eigentlich, glaube ich, sogar immer kaufen. War noch was? Ne, hier hatten wir alles, ne? Okay, kam auch nichts Neues dazu. Gewichtstechnisch schaffen wir es hier sogar auch noch. Die Hufeisen. Da sind die Hufeisen. Und los geht's. Na komm, rein nach. Super, zurück in Stromkap. Direkt rein in die Schmiede. You can use my anvil. A few dents here and there. Nothing more. There. Good as new. Mittelschwer. Oder Stufe 8. 7. Okay. Quatsch, noch mal rein da. You can use my anvil. Shit, I can also repair your armor. Ja. Gut, ab ins Gasthaus. Might she be looking for work? Here is your reward. Here is your reward. Klasse. Guck mal, noch eine Rattenplage hier tatsächlich, ne? Nehmen wir auch mit. Okay. Annehmen. Da ganz unten. Ja, okay. Die Rattenplage hier bringt irgendwie nichts. So. Want to find out what's new in Tiltren? Schmuckstücke. Unten Gietzing. Abenteuer zuhauf. Ah, das hätte ich mir erst machen sollen. Da hätte ich noch ein bisschen mehr Einfluss gehabt fürs Verhandeln. Want to find out what's new in Tiltren? War jetzt die Augenhalskette hier. Ah, echt. Sehr gut. Ansonsten brauchen wir eigentlich nichts weiter. Schauen wir mal meinen Handelsposten an. Guck mal, hier sitzt nämlich auch noch keiner. Da, Dieb. Könnt ihr auch verkaufen, ne? So, Stufe 8, Stufe 8. Arcard, Stufe 7. Ah. Polynon, auch Stufe 7. Aber wenn, dann geht's hier ab. Der war auch Stufe 8. Den schweren tun wir damit rein. Da ist sogar noch eine Satteltasche drin. Richtig viel Weizen ist da auch drin, ne? Eine Truhe, nein. So, plus 3. Gut, Materialien.
runter auf 10. Da brauche ich wahrscheinlich nicht so viel von. Gehen wir auch auf 10. Dann hier die Glubschi-Augen. Riecht zwar auch nicht viel. Das ist mal trotzdem da. Die Masse macht's. Ist verseuchte Wucherungsproben, die lassen wir auch komplett hier. Gut, der gute Stahl bleibt da. Der gute Porkus-Schuppen bleibt da. Fett geht runter auf 20. Stoff auf 20. Das jeweils auf 10 und dann passt das auch schon wieder mit dem Gewicht alles. Ne? Sehr fein. Geh raus, ja? Handelsposten hier. Markt der drei Hasen. You touch it, you buy it. Komplett aufkaufen. Those refugees. I understand there's a war in Edoran, but that doesn't mean they can just help themselves. So, 4 und 4, dann können wir das gleich doch mal. Those refugees. Barsch, I understand there's a war in Edoran, but that doesn't mean they can just help themselves. Don't you recognize me? Come, come. Okay, take a look at my wares. Keramik und Bernstein. Mal hier, oh ja. Zack. Zack. Klasse. Brauche ich mich darum erstmal nicht mehr sorgen. Keramik können wir 5-mal mitnehmen und in die Truhe packen. So, nochmal einen Handelsposten. Wurde ich denn jetzt da? Klasse. Erhaltet 10 Berufsstufen, 3 Punkte. Fotolabel lebendig, wieder ein Punkt. Sehr gut. Gut, kochen. Hier haben wir einen Topf. Einstellerfondue, Wildfleisch und Salz. Beine ein. Nehmen wir mal erst einen Kohlbarsch. Hanftee. Gut, wilder Karpfen, Wolfswurst, Brot können wir auch mal wieder machen. So, damit hätten wir genug an Proviant und so weiter. So, pass mal auf. Du machst hier oben erstmal Pause. Gehst hier an. Fruchtfähigkeit 10%. Okay, dann würde ich sagen, sind wir da eigentlich schon fast fertig in der Stadt, ne? Apotheke noch mal rein. My concoctions can heal there. I hope you will be more careful next time. Jetzt habe ich die geheilt. Kritische Treffer plus 10%. Medizin, ja komm, einmal. Hinterhältige Wirbel, Stärke 26. Den durchgefunden.
Prima. Daneben. Decke 20, 20. Und die Wurfsichel, ne? Okay, wunderbar. Lebendes Öl. Dieses Mal wird die Fähigkeit Schadenfusion jetzt mit 30% Wahrscheinlichkeit für 2 Runden die Geschicklichkeit. Verteidigungsöl. Reduziert den Schaden. Die Stärke. Ja, lassen wir. Dann noch einmal in die Schmiede, in den Dolch verkaufen. You can use my anvil. I can also repair your armor. Und ein letztes Mal schauen wir noch mal ins Rathaus. Da was Neues zugekommen ist. Ich glaube es zwar nicht. The residents of Tiltren haven't exactly welcomed the re- Okay. Pessimist, zack. Gut, dann machen wir hier Schluss. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Viel Spaß weiterhin, bis bald. Und ciao.